Recht herzlich willkommen zur 195. Folge von Simotrans. Ja, wir hatten zwei Züge letztes Mal dazu gekauft. Netzgetreue, das war einer vielleicht davon. Ah, ich glaube, wir gehen mal hier gucken. War denn das? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es einer bei dem Zubringer, Getreidezugzubringer. Das war definitiv der. Der andere, keine Ahnung, ist das der? Könnte auch der sein. Auf jeden Fall hatten wir hier am Bahndamm irgendwas mit diesen Zahlen hier. Genau, 20 Paletten da und diese Summen waren auch so ungefähr. Ich meine, unten wäre es ein bisschen mehr gewesen, oben gleich. 30 Paletten waren das letzte Mal. Gucken, wie sich das entwickelt. Der hat abgeholt. Und da steht jetzt einer vor. Nee, das will ich nicht. Falsche Tasten hier am Zug. Bitte, das, wo will der denn jetzt hin, dass er nicht da reinfährt? So doof hier, warte auf Freistrecke, oder? Da warten sie jetzt schon ganz viele. Wo will der hin? Ich sag nicht in diesem Bahnhof. Doch, in diesem Bahnhof. Das bedeutet hier, ist ein falsches Signal, oder? Der hätte ja auch das Gleis nehmen können dann, ne? Kann ich jetzt nicht so wirklich erkennen, ne? Standardsignal. Kann ich also doch erkennen. Das sollte vielleicht ein... Obwohl, da ist ja auch Abbiegen nach da angesagt, ne? Das ist dann schon wieder schlecht, weil... Dann funktioniert dieses Signal vielleicht nicht unbedingt gut. Jetzt steht er da nämlich und wartet, bis der da durch ist. Wenn der ja auch noch nicht da ist. Also schon da ist, der fährt aber voll weiter. Er steht jetzt hier vor, kommt leer an und fährt jetzt da rein. Nee, der steht noch weiter hinten. Da staut sich jetzt so. Ach, das bringt ja gar nichts, wenn die da so Schlange stehen. Da müssen wir hier definitiv was tun, ne? Wie kriegen wir das nur hin, dass das funktioniert mit dem Abbiegen und geradeausfahren? Die Idee ist hier lang. Reinfahren wäre hier einfach, aber rausfahren wäre das Problem. Das gefällt mir jetzt nicht. Er fährt jetzt auch wieder da lang und da hinten steht schon wieder einer Schlange. Ja. Dann bauen wir mal die Gleise um. Machen wir mal so. Machen wir mal. Machen wir mal dahin. Warte mal, die fahren doch sowieso darüber. Oder sollen darüber fahren. Das heißt, dieses Gleis kann noch WECH weg, oder? Schwierig. Tja. Das ist auf jeden Fall weg. Ist das auch Blödsinn jetzt hier, oder? So kann das wieder bleiben. Und dieses Signal kann man dann austauschen. Warte, stopp, jetzt haben wir es hier schon zugemacht. Okay, das muss erst weg. Und dann dahin.
So. In der Hoffnung, dass die jetzt passend fahren, und durchfahrender Verkehr gibt's auch, der dann da nicht irgendwie ein Problem mitkriegt. Das ist noch die Frage, ne? So, das hier sind 10 Paletten und so. Und der ist das, ne, oder? Ja, nee, das war gar nicht, schade. Hier ist jetzt einer am Warten. Der fährt jetzt aber durch. Der hat die 10 Paletten eingepackt, oder wie sehe ich das? Der ist weg, der fährt da lang. Da kommt von unten noch einer, der da lang fährt. Er kriegt grün, fährt er durch oder hält er an? Ne, der hält an, glaube ich. Der kriegt die 30 und 104. 104 ist voll. Fährt auf jeden Fall plus ein. Hier steht jetzt zumindest keiner. Rückstau ist gerade nicht da. Zehn Paletten sind da. Hier sind es 400, 400. Also eigentlich läuft es rund, oder? Eiger, der ist jetzt noch am Minus fahren. Aber der hatte doch letztes Mal 54. Wir sind schon bei 51. Ich glaube, wenn der das ist, dann geht's da bergauf. Also der ist ja voll von Getreide her. Jetzt kommt der da unten. Welcher fährt denn gerade im Bahnhof rein? Der ist überhaupt noch nicht im Bahnhof notiert hier. Ist aber voll. Wartet auf freie Strecke und da kommt einer dahinter, der jetzt hier wahrscheinlich das ist. Okay, der fährt weiter. Der fährt weiter. Ist aber ein anderer Zug. Er fährt jetzt ein. Kriegt die 40 Paletten wohl mit. Und die 156 voll. Könnte sein, dass der dann ins Plus weiterfährt. Wo ist er jetzt hier? Da. Ist voll, entlädt und kriegt Neues mit, oder wie ist das? Ja. Fährt auch weiter. Okay. Nee, welcher ist denn das? Ist das noch ein anderer? Ist noch ein anderer, okay. 260 voll und geht auch wieder weiter. Der fährt auf jeden Fall plus ein, fährt auch durch. Er kommt gerade an. 20 Paletten und fährt wieder zurück und hat 104 voll da. Ich glaube, diese 155, die sind jetzt eher weniger. Aber hier diese Zahl, die bleibt permanent gleich. Ich denke, wir sind hier durch. Er macht ja jetzt wahrscheinlich hier sein Geld, ne? 51,67. Der ist auf jeden Fall gut. Der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Der ist auch gut. Der ist auch gut. Den müssen wir aber beobachten. Der hat jetzt hier 20. Und was macht der Zug, der da gerade kommt? Der kriegt davon nichts mit. Okay. Der müsste es dann sein, ne? Oder? Der die 20 kriegt. Ne, der sah, glaube ich, ein bisschen anders aus. Können wir gerade einmal abwarten. Ne, der kriegt die nämlich nicht. Der fährt woanders hin mit seinen Paletten und... Okay, der hat jetzt sich fürs zweite Glas entschieden. Das ist schon mal gut. Der fährt oben rüber. Der ist weg.
Und er ist ja auch gerade hier mit den 30 Paletten da. Gut, ist auf dem Rückweg. Das macht zu. Dann gucken wir mal gerade Liste. Wartend. Absteigen. Da waren wir, glaube ich, schon mal dran, oder? Da ändert sich nicht so viel. Landwirtschaftliche Güter wartend. Das sind die Klamotten, die da hoch müssen, ne? Da waren wir dran, ne? Das lassen wir weg. Da sind die Passagiere. Am Hafen sieht's auch schäbig aus. Oh, geht aber noch, ne? Da liegen 15.000 Tonnen Gerste. Ah, er ist gerade da gewesen. 50, 67 kann ich jetzt nicht sehen, weil er schon wieder unterwegs ist. Schade, da haben wir nicht aufgepasst. Über Döbeln Waldweg. Das ist also da unten. Wo ist das? Bei der Bäckerei. Die wollen intern reisen. Das ist schlecht. Da kommen die alle mit dem Zug an und ja, müssen weitergebracht werden, aber Paulstraße. Wo ist die Paulstraße? Da. Und Sattlerstraße. Keine Ahnung. Da. So, er fährt nach oben. Und noch nicht zum Bahnhof. Den will ich jetzt gerade noch sehen hier, den Zug. Volle kmh-Geschwindigkeit. Kommt er an? Jetzt? Ja, muss sein, da war ein H-Schild. Wir hatten 50,67. Ich glaube, das wird dann weniger. Wir sind aber noch hier. Paulseitestraße. Ja, da müssen wir mal gucken. Details. Ich schätze mal, dann ist das Süd. Fährt zum Rathaus, Großbäckerei, Betriebshof, Paulostraße, Jupiter, Großbäckerei, fährt immer hin und her. Ich glaube, wir müssen da mal einen mehr draufsetzen. Damit das besser läuft, ne? Hier gibt's keinen Dingens, den gibt's nur unten in Radolfzell. Ja. Was haben wir denn hier alles, ne? Die Post mal weg. 1,47. 2,25. Der hat 30 mehr. Der hat 2,36 bei 92.
Und der 225 bei 88. Der fährt 50, der auch. Ich glaube, da ändert sich nichts, ne? Ist die Frage, ob es da Anhänger noch, also einen Ziehharmonika-Bus gibt, ne? Wohl nicht. So, dann Fahrplan. Adenau Süd war das, oder? Stadtbus Adenau Bahnhof Süd. Ist das? Das ist die Frage, ne? Ja. Kopieren war, ich glaube, da sind so viele, da können wir zwei noch draufsetzen, mal gerade. So, die machen wir mal hier unten gerade hin. Er fährt ja reichlich Geld ein, ne? Also brauchen wir uns keine Sorgen machen. 10.000 plus. Post ist veraltet. Fährt plus ein. Hier ist Paulusstraße nochmal extra, ne? Lassen wir erstmal so weg, denke ich. Die sind jetzt hier beide unterwegs, um da Geld zu machen. Wo ich von auch ausgehe, dass das bei der Menge, die da sind, funktionieren könnte. Ach so, ne, wir müssen ja woanders hin. Ist ja nach hier oben. Fahren auf jeden Fall beide zur Großbäckerei. Kommen da jetzt an. 222, 225. 230 Miese im Endeffekt. Hat aber vollgeladen. Ne, hat noch nicht mal vollgeladen. Nur 7 Leute wollen da. Ach so, ja, das war so. Genau, Jupiterweg. 7 Leute. Fahrplan. Und der fährt gleich woanders. Na, das ist auch keine gute Idee. Dann kommt der andere und will da hin und dann funktioniert das ja nicht. Doch, da schon richtig, machen wir so. Ich hoffe, der andere, der dritte, der schon auf der Linie ist, fährt jetzt nicht da auch zufälligerweise hin. Er hat nur 2, noch schlechter. Aber, ja, die anderen Halte sind dann die Top-Halte, ne? Und wo ist der dritte hin unterwegs? Fährt gerade zurück mit vielen Leuten. Mach das mal zu. Das auch. Der hat gerade für wen geholt? Wo ist Pasteurstraße? Und er fährt schon zurück. Aber das geht ja hier. Einer, 88, der ist schon voll. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Guck, da ist schon der nächste wieder überfüllt. Er bringt jetzt hier reichlich Passagiere wahrscheinlich an. Der müsste jetzt hier Geld machen, ne? Ja, er hat... Hin und zurück fährt er gerade mit Leuten. Er hat 53, sind ja auch nicht wenig. Fährt dann durch zu der Bushaltestelle, ne? Also er hat ja 10 plus, das heißt, die müssen auch irgendwann da hinkommen. 189 wird ja auch weniger, ne? Und ist schon wieder voll. Sieht nicht verkehrt aus. Hier sind wir schon bei 48. Geh da mal gerade hin, wo steht denn? Ach so, im Bahnhof kann gerade nicht rausfahren. Alles klar. Also der geht runter definitiv. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, der rentiert sich auch. Brauchen wir nicht drüber nachdenken. Gehen wir hier wieder hin. 46, ach, das ist ein kleiner und das sind zwei größere auch noch. So sieht's aus, okay. Er hat nur noch 85, er hat hier 360, er hatte zwei teure Fahrten wahrscheinlich am Anfang. Er ist voll.
Ah, sieht aber ganz gut aus hier, oder? Dass die alle drei ins Plus kommen. Wollen wir uns, glaube ich, keine Gedanken drum machen. Er hat wieder voll bei 300. Er hat 119, ist auf dem Rückweg, aber auch schon voll. Und er liefert ab und ist knapp ins Plus gerutscht. Hat jetzt aber gerade nicht voll geladen. Auf 54, vielleicht reicht das auch. Der muss weitere Ziele, die entferntesten Ziele, glaube ich, als erstes vielleicht gehabt haben dann, ne? Dass das so schlecht mit dem Geld war. Und das war, und er ist wieder voll. Der fährt dann noch durch. Jetzt ist er da und kriegt 76 plus und hat wieder 55. Das heißt, er wird weiter in den schwarzen Zahlen bleiben, würde ich sagen. Und er hier muss sich auch noch runterfahren, ne? Sieht aber auch gut aus. Nur noch, hat 78 geholt. Ja. Brauchen uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Den machen wir wieder zu. Der ist ja soweit gut schon sowieso am Laufen. Und hier sieht es eigentlich auch nicht schlecht aus. Er ist schon, glaube ich, am Rathaus vorbei, oder? Biegt jetzt gleich zur Bäckerei da ab. Na, wird's rot oder wird's nicht rot? Ich glaube, es wird nicht rot. Er hat die ganze Zeit schwarz gefahren, genau. Schwarz gefahren ist gut. Das bedeutet, das funktioniert bei dem auf jeden Fall. 132. Hat jetzt 46, er hat 75, macht jetzt hier 73. Machen wir gerade ein bisschen schneller. Ich glaube, wollen wir nicht darüber reden. Die fahren alle ins Plus. Gut, erledigt. Ja, dann ist nur die Frage, wann diese Bushaltestelle dann mal irgendwann leer ist, ne? Aber zurzeit sieht das ja richtig gut aus. Da wollen wir uns keine Gedanken machen. Post geht. Ist die Frage, wie viel da Ankunft ist an Personal. Also nicht Personal, wo ist denn der Zug hier? Ach, da gerade angekommen. 312 vollgeladen fährt er darüber. Ja, machen wir nochmal auf. Adenau, wir wollen nach Adenau, steht das hier auch. Töbel im Waldweg, Radaufzahl über Adenau. 70, okay, das ist also pendelt sich dann auch passend wahrscheinlich ein. Er ist ja jetzt mit 312 voll. Auf dem Rückweg mit 167 voll. Da oben kommt er wieder. Und wir sind denn jetzt hier wartend? 87, 88. Okay, das heißt, der ist jetzt gleich nicht voll, oder? Oder habe ich irgendwas übersehen? Einer da unten noch direkt zur Großbäckerei. 95, 96. Jetzt gucken wir mal, wie viele da sind. 112, vielleicht sind es 113. Ach, der fährt noch einen Bogen mehr. Okay, fast schon. Jetzt kommt er an. 112, 113. 113, fast. Okay. Lass mal schneller laufen. Ich wüsste jetzt 182. Oh, jetzt hat er wieder 312 voll. Ja, dann ist das so. Keine Ahnung, wo er die zweite Runde diese Fahrgäste alle herkriegt, oder? Aber der fährt ja nirgendwo anders noch hin, ne? Der bleibt ja hier und fährt dann zurück. Naja, ist okay.
Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ein Video hochgeladen wird. Kommentare herzlich willkommen, sprechen wir rüber. Und wenn ihr noch irgendwo teilen würdet, wäre auch sehr positiv für mich. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.